nochmal Ihr Kerngedau-Studio für Esoterik bzw. für endgültige Esoterik. Also so wie dieser Text nicht beantwortet werden wird, wird dann wohl der rote Knopf von Sarajevo in der Delegiertenordnung auf sicher nach unten weitergereicht und nach oben hin erlaubt. Das ist nicht die Heldenart der Säuberung. Aber ich weiß es nicht besser. Ich sagte irgendwie, der Pfirsichredner steht gegenüber dem Thema von und der Quittenredner steht gegenüber dem Thema von, weil die Reaktion sich ja des Revanchismus verheimlicht, um sich definiert zu hinterlegen. Davon versprechen sich die Leute ja in Jade länger leben oder mehr Verwirklichung. Aber Tatsache ist, hier braucht man nur klar denken, wie hieß das Schriftzeichen für den Thema, was ich den Reaktionär gegenüberstelle, dass er Schuld hat daran, dass er bestraft werden muss, sein, dass alles Chaos sein. Nee, war ein ganz einfaches Thema. Also klares Denken müsste diesen Text beantworten können. Und ich hätte das nicht vergessen, wenn ich nicht in diese Massenmeditation geknüppelt wäre. Von dieser ewigen Beurteilerei irgendwelcher Übungen. Was ich ja bestimmt auch gemacht habe, wo ich bestimmt auch nicht schuldfrei bin. Aber politische Bildung in Sinologie ist nicht nur Esoterik, sondern Klarheit und vor allen Dingen alternative Möglichkeit. Die Begriffe selber sind von den Meditierten auch nur durch acharische Gefühlstäuschung zu lernen. Das ist eben die Mauer der Sinologie. So meinen wir das in der Esoterik von Kierkegaard. Was war das nochmal? Ich brauche den Reaktionär nur gegenüber das Thema von. Und schon lässt er die Kette seiner Lügen fallen und hilft der Lösung. Ein einziges Schriftzeichen war das. Ich weiß es nicht mehr, ich bin auch nur ein Mensch und ich kann es nicht wissen, aber ich müsste es von dem, was ich in der Schule und im Leben gelernt habe und wofür ich mich interessiert habe für Geschichte und Sinologie eigentlich wissen. Mehrere Leute müssen es eigentlich wissen. Nicht unbedingt Karl Marx oder Friedrich Goebbels, sondern irgendwie ganz normale Leute, die sich wirklich mit Bildung von Historie befassen. Wir wissen es nicht und wir werden irgendwelchen Leuten nachlaufen. Wenn es mir wieder einfällt, werde ich bestimmt keinen Schreiber finden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Die Umstellungsverfahren habe ich ja auch aufgeschrieben. Die letzte Umstellung von Mashuko war ein Mann gegen 7-16er Trupps. Das war nochmal ihr. Dazu müsste man das Buch Tode von Funangoshi lesen. Das kann man auch so verstehen, aber man sollte es dann doch schon gelesen haben. Das war nochmal ihr Esoterikstudio für Sinologie aus Kierkegaard. Auf Wiedersehen.